Krieg, Verfolgung, Terror. Leider sind es mittlerweile Teile unserer Welt und damit müssen wir uns alle auseinandersetzen. Auch Kinder, selbst wenn sie in Deutschland geboren wurden und mit dem Schrecken des Krieges nie in Berührung kamen. Am Donnerstag eröffnete die Volkshochschule Eemwijk in Brinkhamers eine Ausstellung unter dem Titel Terror. Sie zeigt Ergebnisse des Kunstunterrichts in 13. Klassen, die an der Volkshochschule ihren Schulabschluss nachgeholt haben. Unter dem Arbeitstitel Je suis, zu Deutsch Ich bin, setzen sich die ausgestellten Arbeiten mit der Terrorproblematik auseinander. Eine Besonderheit der künstlerischen Auseinandersetzung ist, dass in den drei Klassen Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund zusammen lernen. Für die einen war das Thema Terror lange weit weg, die Familien der anderen haben Verfolgung und Krieg teilweise hautnah miterlebt. Die künstlerischen Arbeiten waren als Teamwork angelegt. So arbeiteten Jugendliche aus Deutschland, Afghanistan, aus der Ukraine, dem Kosovo oder dem Irak zusammen. Ihre Botschaft ist eindeutig. Krieg ist keine Lösung. Die Ausstellung ist bis zum 28. Februar im Restaurant Brinkhamers in der Lübecker Straße 33 zu sehen.